Ja, Shalom zusammen und Gottes reichen Segen an alle Geschwister im Namen unseres wundervollen Herrn und Königs Jesus Christus. Willkommen zu einem weiteren Video, in dem es um einen Magier geht, der vor einigen Jahren bzw. Jahrzehnten sein Unwesen in Indonesien getrieben hat und der auf jeden Fall auch einen Denkzettel bekam, den er, glaube ich, nicht vergessen konnte. Und wir wollen uns ein Beispiel anschauen, nämlich aus dem Buch Christus oder Satan von Dr. Kurt E. Koch. Darin geht es um Wahrsagen, Magie, Spiritismus, Wunderheilungen und vieles mehr. Alles im Licht der Bibel. Und wir wissen, Dr. Kurt E. Koch, das war ein gesegneter Mann, der sich zu eigen gemacht hat, über 70 Bücher zu schreiben, die ebenfalls in über 70 Sprachen auch übersetzt wurden. Er bekam internationale Buchpreise, unter anderem für sein Buch Okkultes ABC. Und ich möchte gerne mit euch das letzte Fallbeispiel teilen, das in diesem Buch enthalten ist. Weil das fand ich auf jeden Fall so interessant, dass ich denke, dass ich es euch nicht vorenthalten möchte. Wir schauen mal an, was geschrieben steht ab Seite 282. Da wird berichtet, auf der Insel Timor war ich mit dem Evangelisten Petrus Octavianus zusammen, also Dr. Kurt E. Koch. Er gehörte über 15 Jahre dem Lehrkörper der Bibelschule in Batu in Java an. Dieses Bibelinstitut hatte entscheidenden Einfluss auf die gesamte indonesische Erweckungsbewegung. Von diesem Institut wird eine unheimliche Geschichte berichtet. Welche unheimliche Geschichte das ist, das werden wir uns jetzt gleich anschauen. Zunächst schauen wir uns mal den Ort an, wohin wir uns eigentlich begeben haben. Wir sehen hier rechts den Ort Timor und wir befinden uns also in Indonesien, heute ein islamisches Land. Und auch ein Magier hat dort, wie gesagt, sein Unwesen getrieben. Und wo er seine Magie gelernt hat, ist auch sehr interessant. Wir schauen mal an, wie es weitergeht. So heißt es, das Bibelinstitut hatte einen Pfarrer angestellt, der magische Kräfte besaß. Er hatte in Mekka, in Saudi-Arabien, die Magie gelernt. In Indien hatte er sich einmal 4 Wochen eingraben lassen. Und dieser Mann mit teuflischen Kräften fuhr die Wagen der Bibelschule. Die Schüler und Lehrer wurden allmählich auf diesen Mann aufmerksam. Sie beobachteten, dass er allein mit gedanklicher Konzentration auf Entfernung Hunde, Katzen und andere Tiere töten konnte. Die Schulleitung konnte diesen Zustand nicht mehr länger ertragen. Sie zogen ihn zur Verantwortung und in Gegenwart von 4 Lehrern wurde er verhört. Nun, dieser Mann lernte also seine Magie nicht irgendwo in Indien oder irgendwo, wo es eigentlich normal wäre, sondern in Mekka in Saudi-Arabien. Man lernt also nicht nur in Mekka, wie man sinnlos um einen Stein läuft, der eh tot ist und was laut Bibel Götzendienst ist, sondern man lernt in Mekka anscheinend auch Magie, was natürlich nicht so gut ist. Aber wir sehen hier, er kann Tiere töten, allein durch seine gedankliche Konzentration. Und es ist ja nicht so, dass die Bibelschule jetzt von vornherein einen Magier als Bibelfahrer eingestellt hat. Sie wussten das natürlich vorher nicht, aber dann irgendwann haben sie es natürlich auch gemerkt, dass sie hier einen Magier mit teuflischen Kräften für ihre Bibelschule eingestellt haben. Und das geht natürlich gar nicht. Rechts oben und in der Mitte sehen wir 2 Bilder von 2 Männern, die symbolisch dastehen für die Kultur von Timor, für diesen Inselbereich. Und wenn wir uns das genau anschauen, dann sieht es schon etwas Voodoo-Priester-mäßig aus, schamanistenhaft könnte man sagen. Und deswegen scheint es auf dieser Insel da auch jetzt nichts Neues zu sein, dass man hier mit magischen Kräften ankommt. Wir wissen, Indonesien heute eigentlich ein islamisches Land und damals anscheinend wurden auch viele Schamanisten in diesem Land ausgebildet oder halt in Mekka. Wir schauen mal an, wie es weitergeht, als dieser Magier befragt wurde. Denn sie fragten ihn, die Lehrer der Bibel, des Bibelinstituts, stimmt das, dass du Tiere durch Magie töten kannst? Der Magier antwortete ja. Dann fügte er hinzu, nicht nur Tiere, ich kann auch Menschen durch Magie töten. Dabei blickte er Octavian an und sagte, blicke mir in die Augen, in 5 Sekunden bist du tot. Octavian fühlte sich in diesem Augenblick in seinem Glauben gefordert. Er schaute den Magier durchdringend an und sagte, blicke mir in die Augen. Im Namen Jesu sage ich dir, wenn du dich nicht von deiner Magie abwendest, dann wirst du in 15 Minuten tot sein, wenn du dich nicht zum Herrn Jesus bekehrst. Und wie ging es weiter? Behalten wir mal die 5 Sekunden von diesem Magier in
im Hinterkopf und die 15 Minuten von Octavian. Beide sagten, dass sie dann tot sein würden. Und dieses Duell der Geister, nichts anderes ist es nämlich, hat dann auch seinen Höhepunkt erreicht. Wir lesen direkt weiter. Beide Männer blickten sich scharf an. Die 5 Sekunden vergingen. Nichts geschah. Das heißt, der Magier hat also gelogen. Seine Magie war nicht stark genug, um der Kraft Gottes standzuhalten. In 5 Sekunden bist du tot, sagte er, aber es geschah nichts. Der Magier hatte keine Kraft über Octavian. Dagegen fiel der Magier in 15 Sekunden bewusstlos vom Stuhl. Es wäre wahrscheinlich so gekommen, wie ihm Octavian geweissagt hatte, nämlich dass er nach 15 Minuten tot sein würde, aber nach 15 Sekunden fiel er erstmal bewusstlos vom Stuhl. Aber hätte man das so weiterlaufen lassen, wäre er mit Sicherheit auch nach 15 Minuten gestorben, wie Octavian sozusagen geweissagt hatte. Aber sowohl Octavian als auch den anderen Lehrern wurde nunmehr bewusst, dass es nicht gut wäre, wenn vor ihren Augen der Mann sterben würde. Seinen Denkzettel hatte er durch den Sieg Jesu ohnehin erhalten. So rief ihm Octavian zu: Im Namen Jesu, steh auf. Der Magier kam wieder zu sich, machte aber einen geschlagenen und gebrochenen Eindruck. Nun, in der Tat, den geistigen Kampf hat er nämlich verloren. Er wurde geschlagen und Jesus ist der Sieger geblieben, was deutlich macht, dass die Magier und die Okkultisten und die unreinen Geister, Dämonen und gefallenen Engel, sie haben eine gewisse Macht und vor allem auf die Ungläubigen und auf diejenigen, die dem Wort Gottes nicht folgen wollen, aber auch bei denjenigen, in denen der Heilige Geist wohnt und die im Namen Gottes, auch im Namen des Herrn Jesus Christus, auch die Menschen zum Herrn führen, da kann auch niemand der Kraft Gottes standhalten. Und dieser Octavian hat also gezeigt, du kannst das mit anderen versuchen, aber wenn du dich mit den Mächten des allmächtigen Gottes anlegst, dann wirst du auch den Kürzeren ziehen. Und möchte man meinen, dass dieser Magier dann Buße tun würde und aufgeben würde, aber nein. Später heißt es noch in diesem Buch, was ich jetzt hier nicht aufgeschrieben habe, dass er sich wieder seiner Magie zugewandt hat, aber spätestens im Gericht Gottes wird er auch ernten, was er gesät hat. Wir lesen dann noch zum Schluss, was Kurt Koch abschließend gesagt hat, denn wir sehen daran, schrieb er, wie listig Satan seine Leute in die Reich-Gottes-Werke einschmuggelt, um Verwirrung zu stiften. Aber über allen listigen Anschlägen des Feindes steht der Triumph des Siegers von Golgatha, nämlich Jesus Christus. Und wir können mit dem Psalmisten ausrufen: Die Rechte des Herrn ist erhöht, die Rechte des Herrn behält den Sieg. Und der Sieger war, ist und bleibt heute und in Ewigkeit der Sohn des allmächtigen Gottes, Jesus Christus. Und es gibt in der Bibel ein Beispiel von Paulus und einem anderen Zauberer, das Beispiel ist relativ passend auch zu dem, was wir gerade gelesen haben aus dem Buch von Dr. Kurt Koch. Deswegen schauen wir uns mal an, was in Apostelgeschichte 13 ab Vers 6 geschrieben steht. Und als sie die Insel bis nach Paphos durchzogen hatten, trafen sie einen Zauberer und falschen Propheten an, einen Juden namens Bar-Jesus, der sich bei dem Statthalter Sergius Paulus aufhielt, einem verständigen Mann. Dieser ließ Barnabas und Saulus holen, also Paulus, und wünschte, das Wort Gottes zu hören. Doch Elimas, der Zauberer, leistete ihnen Widerstand und suchte den Statthalter vom Glauben abzuhalten. Das wollen die Okkultisten und Spiritisten ja auch mit irgendwelchen Geisterbeschwörungen. Versuchen sie dann, andere Christen von ihrem Glauben abzubringen oder Menschen es gar nicht dazu zu bringen, zum wahren Gott zu kommen. Und auch dieser Zauberer versuchte hier bei dem verständigen Statthalter, ihn so weit zu bringen, dass er nicht auf das Wort Gottes hört, sondern auf ihn, den Zauberer und falschen Propheten, Bar-Jesus genannt. Ich meine, wenn man schon als falscher Jesus auftritt und dann mit dem Namen Bar-Jesus kommt, ist doch ein bisschen auffällig. Aber gut, so sei es nun mal bei diesem Mann gewesen. Wir schauen uns aber mal an, wie es weitergeht. Der Mann, dieser Statthalter, war ein verständiger Mann, deswegen wollte er gucken, okay, lassen wir doch mal die Geister prüfen, wer hier die Wahrheit verkündet. Wir schauen mal, was geschah. Ab Vers 9 heißt es: Saulus aber, der auch Paulus heißt, voll Heiligen Geistes, blickte ihn, den Zauberer, fest an, wie damals, als wir gelesen haben, Octavian und der Magier, der Magie in Arabien gelernt hat. Auch Paulus blickte den Zauberer fest an und sprach: O du Sohn des Teufels, voll von aller List und aller Bosheit,
Du Feind aller Gerechtigkeit, willst du nicht aufhören, die geraden Wege des Herrn zu verkehren? Und nun siehe, die Hand des Herrn kommt über dich, und du wirst eine Zeit lang blind sein und die Sonne nicht sehen. Und augenblicklich aber fiel Dunkel und Finsternis auf den Magier und er tappte umher und suchte Leute, die ihn führen könnten. Als nun der Statthalter sah, was geschehen war, wurde er gläubig, betroffen von der Lehre des Herrn. Auch diesen Sieg hat Paulus nicht sich selbst zu verdanken, sondern dem Herrn Jesus Christus und vor allem auch daher, weil Paulus, wie es heißt, voll Heiligen Geistes war, während dieser Zauberer voll unreiner Geister war. Deswegen, wenn wir die Geister prüfen und dann die Geister aufeinanderprallen lassen, wird der Sieger immer feststehen, nämlich Jesus Christus. Und das heißt ja auch, im Namen von Jesus können wir Dämonen austreiben. Diese Dämonen zittern, wenn sie merken, dass sie es mit Menschen zu tun haben, die sie vertreiben können. Und bei allem Respekt an andere Religionen, wir Christen sind die Einzigen, die dazu in der Lage sind, diese unreinen Geister zu vertreiben, und sonst kann das niemand. Wir schauen uns mal an, wie es in Epheser 6, Vers 11 geschrieben steht. Denn in der Tat, wir sollen die ganze Waffenrüstung Gottes anziehen, nämlich eine geistige Waffenrüstung, damit wir standhalten können gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Auch Kurt E. Koch hat gesagt, dass es listige Anschläge auf das Volk Gottes gibt, es werden falsche Propheten reingeschmuggelt, was ja auch die Bibel prophezeit hat, falsche Lehrer, die Gesetzlosigkeit geht einher damit und so weiter und so fort. Und deswegen sollen wir aufpassen, die Geister prüfen, die Lehre prüfen, und wenn das nicht mit der Bibel übereinstimmt, brauchen wir da auch nicht weiter zuhören. Was die Endzeit zum Beispiel angeht, vielleicht nebenbei gemerkt, ist es natürlich so, da gibt es viele Auslegungen, zum Beispiel Hure Babylon. Einige sagen Vatikan, andere sagen EU-Parlament. Dann haben wir natürlich noch das antike oder sagen wir mal das zweite neue Jerusalem, eine himmlische Stadt, von dem ich ja eher überzeugt bin. Oder andere sagen New York, weil der ja auch die Börse ist und so weiter. Da gibt es viele Auslegungen. Und ich denke, am Ende der Zeit werden wir sehen, was da die richtige Auslegung ist. Wenn sich da einer, sag ich mal, vertut, ist es jetzt nicht so schlimm, als würde man jetzt, sage ich mal, einen falschen Jesus verkündigen, der irgendwie das Gesetz abgeschafft hat. Wir wissen, was die Bibel sagt über falsche Jesusse, wenn wir einen Jesus predigen, der gar nicht mit dem Jesus der Bibel vereinbar ist. Das ist natürlich nicht so gut. Aber wir sehen hier, Octavian hat den Sieg im Namen des Herrn errungen, genauso wie Paulus. Und so heißt es auch in Sprüche 21, Vers 31, das Ross ist gerüstet auf den Tag der Schlacht, aber der Sieg kommt von dem Herrn. Das heißt, wenn irgendwelche, sagen wir mal, Israel würde in den Krieg ziehen gegen den Iran oder damals gegen die Philister oder wie auch immer, sie können die besten Panzer haben, die beste Munition und die besten Kampfleute, die was eine Ausbildung genossen haben. Wenn der Herr es nicht will und es nicht dem Willen des Herrn entspricht, dass sie gewinnen, wird Gott es auch nicht zulassen. Deswegen, wir müssen auf den Herrn vertrauen, in guten und in schlechten Zeiten, und dann werden auch wir den Sieg davontragen im Namen des Herrn. Und wir können ja selbst Atheisten heute, angenommen, sie würden im Flugzeug sitzen und würden irgendwie merken, oh, jetzt stürzen wir ab, und was sagen selbst Atheisten? Oh mein Gott, oh mein Gott. Sie glauben nicht an Gott, aber sagen, oh mein Gott, die letzten Worte, die letzten Gedanken, bevor man stirbt, ist, dass man erkennt, dass es doch einen Vater im Himmel gibt. Und dann sagt man, oh mein Gott, okay, jetzt habe ich es verstanden, du bist der Einzige, der mich jetzt noch von dem Tod bewahren kann. Ich glaube jetzt an dich schnell, bevor ich sterbe. Oh mein Gott, oh my goodness, das gibt es in vielen Sprachen und das ist auch kein Zufall. Und was heißt denn, oh mein Gott, gibt es das irgendwie in der Bibel? Schauen wir mal. 1. Korinther 15, Vers 57 und 1. Johannes 5, Vers 4, da heißt es, Gott aber sei Dank, der uns den Sieg durch unseren Herrn Jesus Christus gibt, denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt, und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Und das ist auch etwas, was wir nämlich oft sagen, Gott sei Dank, Gott sei Dank. Oh mein Gott, gibt es auch in der Bibel, diesen Vers habe ich jetzt nicht rausgesucht, gibt es glaube ich in dem Psalm, da heißt es auch, oh Gott, oh mein Gott, oh mein Herr. Aber auch hier, wir sagen ja auch oft, Gott sei Dank, ja Gott sei Dank, selbst Atheisten, lesen wir auch in der Bibel, Gott aber sei Dank, Gott sei Dank. Und in der Tat,
Gott sei Dank ist der Herr Jesus Christus gekommen, für uns gestorben und auferstanden, und Gott sei Dank wird er bald wiederkommen, um die Welt zu richten und um alle falschen Propheten und auch um die Gesetzlosigkeit zu beseitigen. Und dann wird jeder ernten, was er gesät hat, und dann wird die Wahrheit ans Tageslicht kommen. So, das war's eigentlich bis hierhin mit diesem Video. Ich hoffe, dieses Beispiel konnte deutlich machen, dass wir den Sieg davongetragen haben im Namen des Herrn Jesus Christus. Deswegen, wir sind die Einzigen, die unreinen Geister austreiben können. Und diesen geistigen Kampf werden wir letztendlich auch gewinnen, aber es ist noch ein weiter Weg bis zum Ziel. Möge Gott euch segnen, euch Kraft schenken, euch stärken, und mögen wir alle den Glauben bewahren in Einheit, und damit wir alle ins Reich Gottes kommen und dem Herrn gegenüberstehen werden und mit ihm leben können in Ewigkeit. Bis zum nächsten Video, liebe Geschwister. Es kommt demnächst, glaube ich, die nächste Folge von Bibelkunde 2019, Bibelverse im Kontext. Da schauen wir uns mal einen Vers aus dem Buch der Offenbarung an, und auch darauf dürft ihr gerne gespannt sein. Also bis dahin, liebe Geschwister, Gottes reichen Segen im Namen des Herrn Jesus Christus, und bis zum nächsten Mal.